Übrigens, sehr zu empfehlen, eine zweite Waffe hier unten drin zu haben, weil du hast hier noch einen zusätzlichen Munitionsstack und musst nicht ins Inventar gehen und da die Munition suchen. Sondern du kannst erstmal hier rausmachen. Natürlich packt Dossi für unsere Schaltkreise an. Hä? Achso, Kisten. Nee. Eiweißen. Oh, guck mal, ist auch noch alles verwendet. Ja, ich weiß, du hattest ja auch über 2000 im Inventar. Ich Deswegen weiß. Hast du es nicht gemacht. Ja, ich brauche Repair Kits. War. Einer ist tot. Keine Repair Kits mehr. Okay. Ich sollte mal nochmal gucken, dass wir nochmal eine Teamforschung machen können. Munition. Ja, was Schadens. Fall. Schaden. Schaden und ja. Brauche die dafür. Na, okay. So. Ihr seid jetzt ein Audio-Podcast während der Fahrt nach Hause. Dann das Mo, fahr vorsichtig, lass dich nicht ablenken von uns. Achtung, rote Ampel. Du kannst den Fisch wieder ins Wasser geben und sie frisch zu halten. Ernsthaft? Ach, cool. What the hell? Das ist ja geil. Muss ich gucken. Ja, dann machen wir uns so einen Fischpond. Ohne Scheiß. Haben wir ja kein Ding. Gargoyle 5 hat gerade für 29 Monate abonniert. Gargoyle, vielen, vielen Dank für deinen Resub. Willkommen im 29. Monat. Dankeschön für den Support. Weiter natürlich viel Spaß mit den Emotes und natürlich mit der werbefreien Zeit. Ich laufe, ich eile. Mal schauen, wie schnell, wann ich da bin. Sie fressen deine Mauer auf, Nova. Was? Wo denn? Ganz oben rechts. Also jetzt sind sie tot. Ja, da stehen ja Türme, die haben jetzt ein paar Türmchen halt weggeknabbert. Ah, ich muss mal kurz hier Reparatur betreiben. So. Hab noch 100 Schuss übrig. Wie viel hast du? Ich hab mehr. Kannst du mir einen Stack geben? Ja, wenn du stehen bleibst. Ja, danke. Ah, das will ich mal gucken mit den Fischen. Was? Die kann man ins Wasser entlassen. Ach, deswegen der Linksklick. Deswegen haben sie von links auf rechtsklick gewechselt. Damit das wieder funktioniert. Jetzt nix. Ah, mit Y. Ah! Wie aufs Fließband legen. Da kannst du wieder reinpacken. Geil. Wie geil ist das denn? Ah, und hier ist jetzt. Ich hab eine Idee. Wir bauen uns ein Aquarium. Ja, so einen kleinen Fischpond, wo wir hunderte Fische reinknallen. Ja, es geht nicht. Du kannst da nicht alle reinknallen, habe ich gesehen. Der Platz ist quasi reserviert, ein bisschen. Sauerei. Ja. Dann setz mal. So, Rückzugsturm gesetzt. Fast ist er abgelenkt. Angriffstürme also gesetzt. Rechtsklick ist Essen. Und tot. Jawohl. Piu piu. So. Damit ist Öl gecaptured. Müssen wir nur gucken, dass wir hier halt schnell bauen, bevor die Nester noch spawnen. Rechts ist noch eins. Rechts? Ach, du meinst es da hinten? Okay. Lass mich mal kurz einfach hier ein Röhrchen setzen, dass das hier einfach besetzt ist. Nope, das war, weil du keine 5 hattest. Du kannst halt nur 5 als ein Entity ins Wasser legen. Ach so, deswegen ging's nicht. Weil ich nur 3 Fische hatte. Okay. Oh, die greifen nämlich gleich an. Schweinchen. Komm her. Papa, Munition für euch. Schön für den Follow. Piu, piu. Ach, süße Basis.
Also jetzt ist gerade extrem Slow-Mo. Ich glaube, es wird Zeit für den Laptop. Ja, ich befürchte es auch. Guck mal, das ist das noch eins. Oh. Ja, dann kannst du bis ganz nach rechts laufen, ey. Hä? Ja, weil noch weiter rechts noch eins ist. Ach so, ja, dann müssen wir halt dahin. Oh, guck mal, die wollen angreifen. Ja, dann warte ganz kurz. Body, komm. Lass hier kurz. So. Lock's am besten her. Hä? Okay, warum kommt das hier nur her? Ey, ihr Benner! Oh, ich habe keine Mission mehr. Ich habe doch Rechtsklick gemacht, Mann. Was soll das? Jetzt habe ich den kaputten Turm genommen. Das wollte ich nicht. So, Dankeschön. Na gut, wenn ich auf Laptop umschwenken muss, dann muss ich da noch das Savegame rüberpacken. Weil ich habe die Cloud ausgeschaltet, um es mal auf den Keks ging. Und ich muss das Spiel dann noch installieren. Hey, hey. Hm. Also so doll sollte es nicht sein. Vielleicht sollte ein anderer von uns hosten. Ja, das hat das Problem aber noch nie behoben, fand ich. Hm? Hm, weiß ich nicht. Also in der Vergangenheit hat es nicht viel rausgerissen. Also momentan muss dein Rechner ja alles machen und nicht nur nachrechnen. Aber gebracht hat es wirklich noch nie was. Ja, finde ich auch. Ich meine, wir können es gern testen. Phantom, bei dir hat, also du warst ja immer ein sehr guter Host. Nova, willst du selbst weiterspinnen? Du gehst jetzt da hin und dann deckst du das nächste Nest auf und dann sind wir irgendwann ganz im Westen. Süden. Osten. Mhm. Guck mal, wir haben neue. Ach so, das ist mit den Signalkabeln, hast du jetzt unten. Ja, schon lange. Bin mir gar nicht aufgefallen. Also für das Nest habe ich definitiv zu wenig Munition. Kann er noch 7 Schuss geben. Ja, vergiss es. Ja, dann lass stehen. So. Dann soll man den Host wechseln? Wir können es probieren. Ja. Können es probieren. Lass uns erst noch runterfahren. Lass zurückfahren, genau, und dann wechseln wir mal kurz den Host. Den Horst. Oh, FFA wieder. FFA wieder. Mm-mm. Jawohl. Ausrufezeichen FFA. Schaffen wir den Rekord 5000. Wieder? Also das wäre. Also über 5000. Alle das wäre krank, ey. Das wäre richtig krank. Ich könnte nur gewinnen. Moin, moin, Mr. Löwe. Grüße dich. So, Phantom, wir sind da, du kannst speichern. Spiel speichern. So, wir wechseln kurz den Host, nicht wundern. Wir machen natürlich weiter, keine Sorge. Wait, 5 Kartale in der Arena. Ja, Dr. Lücke. Der gute Black Dragon hat da, Koka hat da richtig, richtig abgestaubt. So, wir gehen mal hier rein. Mehr Spieler, Spiel durchsuchen. Gewinne, 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 gewinne. Genau. Dum, 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 dum. Boah, ich mach mal kurz Fenster auf. Hier ist echt warm geworden. Oh, ist auf. Okay. Xe nix. Oder hat sich aus der Favoritenliste gekillt? Nee, muss man vorhin auch, Ah, da. Wie, Passwort? Keine Whitelist. Oh, Homos, fast 4800. GZ, GZ, Homos. Welches Passwort hast denn du? Gute Frage. Geht meine, einmal mit meine, Profis. Ist meine Whitelist nicht mal an? Anscheinend wohl nicht. Moment, immer noch mal. Ich kann's dir geben, Dossi, warte. Ja, okay. Danke. Wo schreibst du? Discord. Okay.
Ah, doch so. Wenn ich wüsste, wie mein Passwort ist. Ja, das geht mir auch immer so. Schreib es in den Chat, Nova. Genau. Ja, soll ich? Nein. Hm. Ach du Scheiße, ist eigentlich schon mal aufgefallen, wie viel Erzförderer beim Eisenerz blinken. Hm. Holy shit. Ja. Wir müssen ganz dringend nach Eisen, weil wie viel haben wir hier noch? Wir haben noch 400, ja gut, wobei 400k geht eigentlich noch. Aber die Erzförderer sind halt, Produktivität können wir noch nicht forschen, ne? Weil das wäre eigentlich die Sache, dass wir hier, ja. Wir sind vom Öl abhängig. Also wir müssten jetzt echt Öl anschließen. Vielleicht können wir auch erstmal Öl ein bisschen provisorisch machen, bevor wir da die Schienen das setzen. Machen, ja. Machst du mit? Ich höre da sie reden. Ich mach mit, ja. Hört man die? Ja, die sind, in Ditzing ist immer was los. Ist jetzt blöd, wo sind die Ölpumpen? Ja, aber. Ah, hier. Ich wollte gerade sagen, okay. Müssen wir erst noch forschen. Da sind die Ölpumpen. Ja, warum mit? Ich mach mal ein paar Lagertanks in der Zeit. Ja. Ich baue mal kurz. Ein paar Mauern. Apropos Mauern, ich werde mal hier ein bisschen Stein anschließen, weil es sind auch ein paar Erzförderer aus. Stahl. Ist das MK2? Jawohl. So, jetzt können wir es nochmal testen. STRG Shift und Klick. Jawohl. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Das war schon mal 5 Lagertanks. Ja. So, wir müssen mal aufpassen. Pumpen, hier schließen wir jetzt Kohle. Brauchen wir ja keine mehr. Was brauchen wir nicht mehr? Pumpen brauchen wir keine mehr. Ab einer gewissen Distanz brauchst du die wieder. Echt? Mhm. Ja. Das haben sie nach dem LAN-Spiel nochmal geändert. Ja. Weil sie halt festgestellt haben. Stimmt. Dann brauche ich noch 2 Stück. Ich werde es trotzdem sagen für die Zuschauer einfach, dass sie Bescheid wissen, warum. Sie haben beim LAN-Spiel festgestellt, halt, dass man im Endeffekt eigentlich keine Züge mehr braucht, weil wenn die Rohrleitung halt instant das Zeug rüberschüttet, warum soll man dann noch Ölzüge bauen? Mhm. Ja. Und in dem Effekt haben sie dann auch gesagt, komm, dann erhöhen wir auch gleich die Kapazität der Tanks und ändern noch die Pumpen entsprechend der Geschwindigkeit. Ja. Übrigens, um die Ölverarbeitung freizuschalten, musst du jetzt Rohöl abpumpen. Echt jetzt? Ja. Guck in den Forschungsbaum. Ach, geil. Auch nicht schlecht. Auch cool. Ja, ist doch cool. So nach dem Motto, ich habe was Neues entdeckt, was ist das? Und dadurch kriege ich die Gebäude. So, von der Logik her. So. Ah, da ist auch noch Ding. So, da ist auch Kohle drauf. Weil ich da echt kein Fan von bin. Hm. Noch. Komm ich ran an meine Anlage? Oh Gott, ist viel zu weit unten. Hast du schon Dinger gebaut? Förderpumpen? Hä? Nein, ich fix gerade das Stein. Ja, dann fahr ich schon mal hoch. Kannst dann nachgelaufen kommen. Nachgelaufen kommen. Ja. Ja, darum haben wir es ja jetzt. Ich klau dir gleich das Auto aus dem Inventar. Dann sieht man, wer hier läuft. Die Reichweite geht. Das geht nicht. So. So, jetzt haben wir das wieder. Das geht aber auch nicht. Ah, oh, scheiß Golle hier. Da, ja. Auf, da kommt nicht so viel Kohle rum. So, warte mal, ich kann auch einfach. Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Boah, das ist. Das nenne ich jetzt Spaghetti. So, einmal da anschließen, einmal da anschließen und einmal da anschließen. Bin da überhaupt ich? Die Frage, was da an Kohle rumkommt. Ich meine, wer hat hier Kohle? Der macht ein bisschen Kohle und. Der da
Wieder machen ein bisschen Kohle. Kann sein, dass sich's staut, muss man mal gucken. Wobei ich auch gerade sehe, dass hier noch ein rotes Fließband ist. Wir machen einfach hier Folgendes. Wir machen hier bevorzugter Eingang das hier. Wir machen hier noch bevorzugter Eingang das hier. Dann wird das hier am meisten rausgesaugt. Wird das definitiv nicht vollgesaugt. Strom wird angegriffen, zur Info. Du stehst doch da. Ich war ja, bei Strom, natürlich. Hä? Laut meiner Karte? Ich da. Lol? Ach nee, du... Du bist mit der Maus hier, deswegen. Du bist ja mit der Maus da, deswegen. Das sieht man auch auf der Karte. Ja, ich hab das... Ich bin hier mit der Karte. Mach das aus. Was denn? Das da. Hm? Was soll ich denn da ausmachen? Ich gucke über die Fernansicht drauf. Ja. Sieht man meine Maus auch in der Fernansicht? Ja, natürlich. Ja, ja. Wo sind denn die da durch? Achso, die sind hier durch. Ah, die kommen bestimmt, wahrscheinlich kommen sie von rechts, weil wir hier auch noch nicht aufgedeckt haben. Ach, Dossi, wenn du hochkommst, bringt doch Strom mit. Ja, das hatte ich eh vor. Ich habe schon ein paar Strommasten gebaut. Ich würde hier nur eben kurz beim Strom ein paar kleine Türmchen setzen. Leider habe ich nicht viel Munition da. Aber ja, man sieht, das Hosten von Phantom bringt was. Also bisher läuft es eigentlich flüssig, zumindest bei mir. Jo. Auch keine Slow-Mo. Keine Slow-Mo, genau. Ich bringe auch mal ein paar Mauern mit zu dir hoch, Nova. Ach, da nehme ich ein bisschen mehr Munition mit, glaube ich. So, und dann Strombraucher da oben. Hast du ein Radar? Ja. Okay, ich baue trotzdem ein. was fehlt denn? Stahl, okay. Oh, da kam Slow-Mo. Oh, man darf es einfach nicht sagen. Hm, Eisenstangen fehlen mir. Ah, warte mal, die können wir da unten vielleicht auch abzwacken. Aber die Slow-Mo kam auch nur bei dir. Okay, ja. Kabel fehlen hier. So. Ach Gott. Dann schau ich doch mal Strom. Hast du Strom an deiner Mauer? Ja. Okay, dann kann ich ja von da liegen. Ui. Hm? So. Aber ganz schnell provisorisch Militärflächen gebaut. Ah, okay. Drum. Wir werden angegriffen. Ich hab's gerade gesehen auf der Karte. Kommst du da ran? Bin zu weit weg. Ja, ich bin gleich da. Okay, danke. So, einmal den da hier. Ja, huch. So ein schönes Ektoskelett wäre doch jetzt. Mhm. Na, da laufen. Da kann man mit dem Ektoskelett auch wunderbar das Geruckel kompensieren. Es fällt nicht mehr ganz so auf, wenn der Charakter stottert. So. Und ich würde sagen, Forschung an. Ja. Yeah. Ach, scheiße, ich hab. Ach, so
Ziegelsteine dabei? Ganze 3 Stück. Okay, das reicht nicht. Ich hätte. Oh, warte, ich hab Stein dabei. Ich habe auch Stein dabei. Lass uns Hochöfen bauen. Ah, okay, Schmelzöfen. Yay. Ich laufe jetzt nicht zurück, da habe ich echt keinen Bock zu. Hast du Kohle dabei? Ja. Passt. Gut, hau mal da rein. Hättest du auch einfach Holz nehmen können. Ja, muss ich ja abbauen. Ja, hätte ich auch dabei zur Not. Also, ja, dann reiße ich hier ein bisschen ab. So. Aber jetzt ist schön, man sieht jetzt, dass die Rohre auch miteinander verbunden sind. Oh, ja, stimmt. Das ist vor allem immer, wenn man sich fragt, so ist alles verbunden, ist in der Ansicht sieht man das halt super. Ja. Wow. Richtig gut. Vor allem aktualisiert es auch gleich. Als du angeschlossen hast, kam gleich der Strich. Gestrichelt sieht man untertunnelt. Man sieht auch von der Farbe her, da ist das drin. Hätte man jetzt hier noch Wasser, dann würde man eine andere Farbe noch sehen. Das ist Premium. Das ist Deluxe. Machst du noch Stromi? Achso, ja. 7 sind es noch. Kann ich noch 7 bauen? Ja. War noch die letzten Pumpen hier. Also das sind ja viele Felder hier. Hier und da oben, da kann man ja hier richtig hart Ölbearbeitung machen. Ja, vielleicht sollten wir aber auch noch bedenken, dass wir hier, wir wissen ja nicht, was links von uns ist. Wir sollten auf jeden Fall ein paar Türmchen setzen. Ja, es geht generell für die Zukunft. Weil wir halt hier 2 Ölquellen praktisch nebeneinander haben, die auch sehr groß sind. Mhm. Ja. So, Öl ist angeschlossen. Mhm. Es fehlt mir Stahl. Hast du Stahl dabei? Danke. Okay. Entzündliche Stoffe. wird gleich Brennstoff Ding geforscht. Alles gut. Flammenwerfer. Der Flammenwerfer hinten dran. Ah. Mhm. So, ich gehe mal in die Richtung und setz mal da das Zeug. So, dann hätten wir hier unsere erste Raffinerie und wir können natürlich bisher nur das gute Flüssiggas machen. Brauche ich noch eine Chemiefabrik. Kunststoff können wir noch, haben wir noch nicht geforscht. Ne? Da muss man das wäre vielleicht kurz sinnvoller. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Was? Also ja, ich habe das extra eingemacht, damit ihr da oben euch eine Verteidigung aufbauen könnt. Ja, soll ich jetzt das gute Öl raushauen oder was? Besser erstmal als gar nichts. Ich kann Türme setzen. Das ist deutlich günstiger und schneller, als jetzt hier eine Mauer zu ziehen mit Flammenwerfer. Aber du musst die Munition auch hinkriegen. Ja, ich habe ein bisschen was mitgenommen. Ein bisschen. Ich habe meine Anlage geplündert. Wieso immer deine Anlage? Sei mal nicht so gierig. Munitionszug. Genau. Oh, hast du schon Lagertanks da? Ja, wo willst du denn hin haben? Ich gebe sie dir einfach weiter. Ja, genau. Ja, bitte. Ich bereite schon mal nämlich vor für die zukünftigen Anschlüsse für später. Das wäre ja dieser Aufbau hier. Jetzt will ich was testen. Jetzt will ich mal was testen. Oh, habt ihr gesehen? Guckt mal. Na hier. Spiegeln. Yay. Und ihr könnt, müssen wir jetzt in der Hotkey-Leiste gucken, aber ihr könnt die Rezepte vorne beim Ausgang tauschen. Sonst würde das mit dem Spiegeln ja nicht funktionieren. Mal gucken, ob das unter einfach Interaktion ist. Oh, auch wichtig, G für Gleisebene wechseln für später. Mal weiter der Interaktion ist das wahrscheinlich drin. Wie könnten das heißen? Ich suche mal nach Rezept vielleicht. Okay, Rezept ist es nicht. Wie könnten das heißen? Drehen, umgekehrt drehen, horizontal spiegeln, Gegenstände aufheben.
Super erzwungen aufgebaut. Ist auch ein schöner Name. Super erzwungen. Okay, was auch immer das heißen soll. Guten Tag und hallo in die Runde. Call Inc. Moin. Ja, das ist das, was ich dir vorhin erzählt habe. Super erzwingen heißt, dass du die Blaupause da erzwingst. Das heißt hier, wenn ich jetzt hier, wenn du mal bei mir in den Stream guckst, ja. Wenn ich jetzt hier einfach hingehe und STRG Shift drücke. Ach so, das ist das. Ja, dann würde er sagen, okay, ich reiße die Förderpumpe ab und baue da drauf. Also du, egal was ist, es wird abgerissen. Man muss, das ist sehr, sehr cool. Auf jeden Fall sehr cool gemacht. So, habe ich Tunnel gebaut? Nee, habe ich nicht. Anbauen. Nee, willst du nach oben oder nach unten mit dem Zeug? Ich gehe nach... Lass nach unten gehen, weil oben haben wir ja auch noch mehr Öl. Ja, wir haben ja kein Squeak-Stub. Ja. Dann hast du das verbunden und mache ich jetzt rechts davon die Tanks. Oder soll man... soll man nach unten die Tanks setzen? Weil ich könnte halt theoretisch auch die Anlage dann später nehmen und einfach gespiegelt nochmal hinklatschen. Wie wär's, wenn du die Anlage so längs machst? Was heißt längs? Hier, von da nach da. Und nicht hochkant. Was ist da der Unterschied? Dass du hier am Ende praktisch in die Lagertank setzen kannst, irgendwo hier. Und dann kannst du von hier oben das Öl ranbringen, das andere. Ja, kann ich auch machen. Mir gleich. Sinnvoller dann. Können wir machen. Machen wir einfach da. Dann drehen wir es einfach. Und dann könntest du zum Beispiel später hier oben den Ölbahnhof hinmachen. Und könntest nach unten halt die Anlagen verbauen. Ja. So. Irgendwas stimmt nicht. Was, das stimmt nicht? Okay, es sind falsche Farben, aber das ist normal. Oh, ein neuer Chat dabei, Dossi. So. Ja, ja. Es gibt auch ein paar mehr Unendlichkeitsforschungen. Und Dossi hört heute erst auf, wenn er alle durch... Was? Und Dossi hört heute erst auf, wenn er alles durch hat. Ja, ja, genau. Erst bis er alle Unendlichkeitsforschungen durchgeforscht hat. Natürlich. So, ich weiß nicht, wie lange ich die Ölanlage mache. Theoretisch kann man das jetzt erstmal so weit planen. Und dann kann man ja quasi die Blaupause nochmal nehmen. Dann drückt man einmal spiegeln, dreht das Ganze und kann das theoretisch... so machen. Nur muss man jetzt gucken, also die hinteren Rohre passen ja. Jetzt killen wir mal kurz die mittleren Verbindungen, weil die können wir ja auch einfach gegenüber machen. So, und die Verbindung brauchen wir auch nicht. So, gehen wir das einfach ganz kurz. Dann lassen wir die Blaupause nämlich einfach so stehen. Weil da können die Rohre einfach geradeaus durch. Passt ja quasi. Das kann man dann einfach so anschließen. So. Dann wäre das der Aufbau. Und dann können wir hier von mir raus zum Beispiel den... Wo ist er? Ist oh. Aus. Ah, übrigens wird es auch einem angezeigt, Nova. Wo eine Pumpe hin soll. Ja, ich weiß, wird dann rot. Hat man schon gesehen? Nicht, dass ich zu lange gebaut habe und ich dazwischen eine Pumpe setzen muss. Nee, in der Side Effects war das. Ja, ja, schon. Muss man nämlich gucken. Kann sein, dass die Blaupause nämlich schon zu lang ist für das Rohr. Sehen wir aber dann. Vielleicht sieht man das erst, wenn man die Tunnel hat. Ich habe leider nicht mehr Material, also ich bin jetzt blank. Ich kann noch 6 Rohre basteln. Oh, ich kann noch ein paar. Oh, das war's.
Ich mache noch ein paar Untergrunddinger. Okay. Aber was ich mal machen kann, ist zumindest provisorisch. Hab's abgerissen. Oh. Weiter machen. Schwefel? Nee, Kunststoffstangen. Achso. Dann hätten wir schon mal hier ein paar Kunststoffstangen. Mhm. Brauchen halt Kohle, klar. Aber uns geht es ja darum, dass wir mal die, die roten Schaltkreise dann hier in Angriff nehmen können. Und dann lässt sich nämlich die Bergbauproduktivität auch forschen. Was mir gerade wichtiger wäre, dass wir noch ein bisschen mehr Ressourcen einfach bei uns rausbekommen, bevor die alle sind. Weil wir haben jetzt echt schon gut Eisenerz rausgedonnert. Das würde deinen Schmelzen, würde das glaube ich ganz gut tun, wenn dadurch die Produktivität auf einmal ein bisschen mehr wieder rauskommt. Das stimmt wohl. Weil gerade Stahl läuft so unterproduktiv. Das ist schon brutal. Ah, Militär sogar schon richtig gebaut. Hättest jetzt auch da bauen können, ne? Für die Optik. Aber alles gut. Was kommt jetzt noch? Module und... Oh, Qualitätsmodule pusht er gleich. Probieren geht über Studieren. Ja. Ich will mir das anschauen, das ist was Neues. Ja, klar, klar. Ah. Der Haupt... Falscher Anschluss. Echt? Hä, wieso? Ist doch beides. Nein. Oh. Mittlere ist Flüssiggas. Oh. Ja, hast recht. Einmal bei Profis. Nova wieder. Nova wieder. Naja, ich war das natürlich. Der Nova wieder. Der ist kaputt. Oh, ich kann nicht mal Strommasten setzen, ey. Oh. Ja, Zeit für das Kiando, hä? Lazarus, dankeschön fürs Erinnern. Wassermarsch, ich hebe mein Glas auf dich. Dankeschön. Wann willst du Kohle rumfahren? Nee, wieso? Ja, weil du sagst, das Gerandos, der ist doch immer zum Rumfahren da gewesen. Ja, ich muss alles Mögliche holen. So, erstmal. Dein Militär wird aufgefressen. Nö, nur die Fließbänder. Ja, das gehört dann dazu. So, ich pack mal hier ein Türmchen das auf jeden reicht. Fall hin. Direkt neben mir. Hier ein Türmchen packe ich mal hin und da unten packe ich noch eins hin. So, da ein bisschen Schuss rein, da ein bisschen Schuss rein, da ein bisschen Schuss rein. Und dann packe ich da auch noch ein Türmchen hin. So. Nova, kannst du mir mal dein Auto kurz geben? Das steht da rum. Wo denn? Zwischen Öl. Ach, da oben. Seit 13 Uhr ungefähr. Genau, wir spielen seit 13 Uhr. Ja. Ah, 13.10 Uhr. Muss da noch runterladen. Also das ja. Sieht noch gut aus von der Verbindung her. Okay. Das fühlt sich auch gut gerade. So, das. Du hast keinen Mauereingang für Autos hier. Korrekt. Wie ich die gebaut habe, hatte ich noch keinen Eingang. Da gab's das doch nicht. Ah, weißt du, das alles nicht gesetzt und dann ist ein Mauerding, das hier rausguckt. Das ist das. Nee. Sag nicht nee, ich bin dagegen gefahren. Das hat Phantom bestimmt dahin gesetzt, schnell. Aber sowas von. Oh, das ist... Ja. So, musst du aufpassen, da wir keinen Squeeze-Through haben, kannst du dich schön in den Rohren hier verewigen. Ja. Ja. Oh. Ah, man sieht. Wie viel Erz haben wir noch? 349, okay. Bring mal ein paar Motoren mit für Pumpen. Wir bauen keine. Ja, dann haben wir keine Pumpen.
Ja, der Mann. Mal Kohle reinpacken. So, dann brauchen wir Strommästen, einige. Na? Die Eisenstangen können wir da unten klauen. Sobald sie Züge haben, dann sind ja nicht die Brücken für die Züge da. Na, das dauert noch eine Weile. Was hat, haben wir Ziegel da noch drin? Ah, bringt Ziegel mit. Wobei, ich habe noch Stein, alles gut. Ich hab noch. Was hast du vor? Den Stahl kannst du mitbringen. Ah ja, hier die Ölraffinerien. Achso. Mal Stahl mitbringen, so eine Sache. Ich kann. Gut, von den Fließbändern kann ich ein bisschen was klauen. Brauche aber eh auch ganz viel davon. So, kann ich das hier bauen? Ah, warte mal, Motoren. Hier hat es noch 7 Stück. 7 Motoren kann ich dir anbieten. Ne? Dann führt euch gerade mal die Anlage nochmal. Die dauert kurz. Ein bisschen, wenn es weitermacht, in einer Stunde. Nee. Die Brücken sind weiter weg. Ihr braucht erst die Wissenschaftspakete für die Produktion, um die dann hier freizuschalten. Also die kommen später. Die Gleisrampen und sowas. Das dauert eine Weile noch. Na, Produktion, Produktivitätsmodule brauchen wir da und ihr wisst ganz genau, Produktivitätsmodule fressen rote Schaltkreise und die bauen wir noch nicht mal und das wird auch erstmal sehr, 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 sehr provisorisch. So, wo habe ich geparkt? Also so wie immer bei unseren Spielen, Faktor. Ja, fast immer, ja. Das heißt fast immer so. Warte mal, ein bisschen was mit. Die snacken da unten. Ah, der Turm hat's überlebt. Geht wenigstens das Reparieren über Distanz? Ah, das geht ja auch nicht, klar. Aber kein Inventar, so gesehen. Dann dauert das bei mir ja 3 Monate. Ach, Quatsch. So, man merkt man, dass das Fließband ein bisschen voller wird durch die Produktivität. Ich meine, klar, es dauert ein bisschen, aber immerhin ein bisschen was, ne? Weiß nicht, vielleicht können wir es auch nochmal forschen. Ne, ich glaube nicht, das dauert eine Weile. Okay. Bäume hier überall. So, wir müssen halt übrigens die Forschung auch jetzt nicht Richtung Module und den ganzen Kram trimmen, weil das bringt uns nicht so viel. Wir brauchen die Rakete. Ja, wir brauchen die Drohnen, damit wir unser Schienensystem schneller aufbauen können, weil von Hand das alles zu setzen ist kacke. Hier, auf das wollten wir ja eigentlich hinaus. Gut, die Rüstung ist schon mit drin. Oh, fuck, wir brauchen Elektromotoren dafür. Scheiße. Also Schmiermittel, yay. Und das brauchen wir. Wir wollten die blauen Fläschchen machen. Das heißt, hier erstmal das da. Und dann können wir die blauen Fläschchen machen. Aber ich muss sagen, wir pushen gut durch, muss ich sagen. Ja. Ist aber richtig so. Miller, ne? Nicht immer dieses. Genau, nicht immer dieses. Wir spielen jetzt erstmal 200 Stunden und dann haben wir Züge. Ich wollte gerade sagen, also. Ach, aber wir sind auch kein Speedrunner. Nee. Der Speedrunner wäre jetzt schon mit Vulcanus durch und hätte Kleber auch gleich durch. Ja. Maybe. Ah, das Wald. Da ist Wald, da komme ich nicht durch. Ah, das Mauer. Wow, da komme ich durch. So. Einmal Lieferung Kohle. Jo. Weg da, blödes Ding. So, Kunststoff wird gemacht, sehr gut. Ich pack dir mal eine Kiste hier hin, Ova. Wo bist du denn? Bist da. Pack dir hier mal eine Kiste hin. Ich habe dir noch Mauern mitgebracht, falls du brauchst. Ich habe dir Ziegel mitgebracht. Kohle habe ich hinten in die Kiste gepackt. Das hast du nicht gesagt. Ich kann dir 11 gelbe Greifer geben.
Oh, besser als gar nichts. Fließband kann ich dir auch noch geben, ein bisschen. Munition entsprechend packe ich dir hier mit rein. Ah, die Motoren kann ich dir geben, die 7 Stück. Ein Radar hast du ja schon gesetzt. Okay, passt. Der große Wurm wird bestimmt eine Herausforderung. Ja, definitiv. Umso weiter vor allem du ausbaust. Ja. Wäre auch langweilig, wenn ich. Ja, Kiskorian, definitiv. Ich finde, auch wenn ich es schon 100 Mal gesagt habe, aber ich erwähne es gern wieder. Der Wurm ist eine absolut geile Sache. Also ich habe Angst, aber ich freue mich auch gleichzeitig drauf. Ohne Scheiß. Ich bin so gespannt drauf. So, wir machen mal. Wie wollen wir es machen mit Öl? Wollen wir, weil wir hier eh schon eine riesengroße Ölquelle haben, macht es doch eigentlich Sinn, die Hauptölproduktionsanlage hier zu bauen und dann eher mit Zügen das Öl hierher zu bringen, oder? Ja. Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Ölbahnhof, wir haben einen Kohlebahnhof und wir müssten dann halt theoretisch auch Eisen und Kupfer irgendwann hier hochbringen. Weil wir ja, wobei brauchen wir das? Hast du hier unten ein Tor gesetzt? Ja. Ah, okay, dann muss ich nur die Dinger hier vorne drin wegnehmen. Ja, ich wollte mit dem Auto da durchfahren vorher, deswegen. Eisenkupfer brauche ich ja gar nicht, die Batterien und sowas brauche ich ja hier nicht machen. Das heißt, wir holen hier Kunststoff ab. Ja, Kunststoff holen wir ab. Na dann, hopp, hopp, Beeilung. ja, alles gut. Also wir haben noch gar nicht die Umfrage, aber das, ich glaube, die Umfrage, die braucht noch eine Weile, wo wir hin sollen. Wir machen jetzt mal Folgendes. Achso, ich habe nicht Maschinen da. Okay, wir fahren jetzt zurück. Wir bereiten jetzt vor. Ich mache jetzt, weil bis wir Drohnen haben, dauert es zu lang. Ja, Kunststoff wird ja produziert. Der kann hier schon mal gemacht werden. Habe ich schon rote Schaltkreise? Dann könnte ich hier auch provisorisch schon mal welche machen lassen. Gut, Kupferkabel habe ich nicht, aber ich kann Kupfer kurz machen. Dann, komm, mach mal einmal eine Anlage. Dann wird es einfach schon mal gemacht. Wenn dann jemand was braucht, haben wir es da. Kann ich sie bauen vielleicht? Die blaue? Ja, kann ich. Nicht auf Kleber, du meinst Kleber. Das könnt ihr entscheiden, Mantellino. Wir werden, wenn es soweit ist, dass wir entscheiden können, wohin, werden wir eine Umfrage machen. Und dann dürft ihr entscheiden, ob ihr uns quälen wollt, ab nach Kleber, oder ob ihr uns nicht quälen wollt. Ich weiß nicht, ob das wollt. So eine Qual ist. Ich weiß auch nicht. Also ich freue mich auf Kleber, wenn ich ehrlich bin. Von dem her. Bessere Rüstung. Yay. Ah, danke fürs Abhaken, Nova. Phantom. Ja. Da hat wieder irgendwo was Knabberino gemacht. Ja. Oh Gott. Ja, die Türme haben es gerade noch geschafft dahin. Ja, das ist so verwirrend mit dem blöden. Also mit dem Zeiger auf der Karte. Die Fernsicht und so weiter ist ja ganz tolle Idee, aber die hätte ich extra gemacht. Die alte Map war. Oh ja, Klunkhopp. Ja. Entschuldigung, dass ich reinrede. Ja, Klunkhopp, hast recht. Ja, die alte Karte fand ich auch besser. Mal gucken. Rar. Monster im Chat! Die Mauer braucht definitiv Beleuchtung. Stahl hat er nicht mitgebracht. Oh! Ich hab dich gefragt, was du noch brauchst. Ihr habt gesagt Stahl. Ja, ich meine, als ich da war. Ich hatte doch Stahl da. Ach so. Ja. Ich hatte aber wieder unten was gesagt, dass ich Stahl brauche. Moment. Ja, du glaubst, ich merke mir, was ich dir alles bringen soll? Ich pack's ins Auto und dann komme ich hoch. Mhm. Monster! Habe ich auch gerade gesagt. Monster! Monster! Mal schauen, heute haben wir eine Chance, mal ein hartes Monster zu. Da hast du Stahl. Le Phantom hat, wenn alle mitmachen, Chance besiegt zu werden. Echt? Ja, ja. Der steht noch auf 0, oder? Der steht noch auf 0. Warte, ich muss auch noch auf Monster klicken. So. Warum sag ich da warte? Ich habe ja gar keinen Einfluss drauf. Du hast da gar keinen Einfluss drauf. Ja. Oh, jetzt ab, du blöder Kackbaum. Ach, verdammt. Oh, was sagt unser Strom? Unser Strom sagt gleich aus. Ah, Nova verkackt's auch hier. Ne, ich hab's doch repariert. Oh, die Mauer hat auch keine Munition mehr fast. Die ist nicht angeschlossen. Aber ich bring noch mal ein bisschen was hin. Ah, okay. Wenn ich kann. Die Munition wird in Wissenschaftspakete verarbeitet. Das läuft im Dreistossi.
Ach so, ja, aber auf dem Fließband ist halt einfach tote Hose. Hm. So, Gott, ich fahre hier einfach. 2.500 hoch. 2.500. Okay. So. Nimm dann die gelbe von oben mit, Phantom. Aus der Kiste. Ja. Dann legen. Ach, guck mal, da hat jemand eine Motorenfabrik gebaut. Cool. Oh, cool. Brauche ich ja. Danke, Phantom. Ein toter Assassine kam vorbei. Geisterlein, Rice, Lazarus, Havenkind, Mask und Phantom GZ. Oh, ganz schön wenige haben überlebt. Aber toter Assassine, ich weiß nicht. Steht der? Der steht doch auch noch auf Null, oder? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Ich hab schon ewig nicht mehr reingeschrieben. Du führst doch die Liste. Schon ewig nicht mehr. Ah. So, 800 Schienen. Oh, das ist. Machen wir mal deutlich mehr. Das ist ja ganz schön wenig. So, nehmen wir schon mal 5 Waggons mit. Wir nehmen auf jeden Fall schon mal 10 Bahnhöfe mit. Wir können auf jeden Fall schon mal hier Signale mitnehmen. Einen Zug haben wir. Boah, der Zug frisst halt einfach alle Motoren. Und einen Zug können wir bauen. Wow. Warte mal, vielleicht kriegen wir noch einen Zug hin. Ja, einen nehmen wir noch mit. Hat das Add-in nicht selbst eine Statistik? Nee, Entschuldigung. Leider nein. Der Bot merkt sich das leider nicht. Das Bot-Programm wird auch leider nicht mehr so wirklich supportet. Ab und zu kommt mal so ein kleiner Mini-Patch, bei dem ich jedes Mal mich frage, was wurde jetzt angepasst? Aber das sind wirklich nur so Mini-Kleinigkeiten. Wahrscheinlich irgendwelche, wenn sich irgendwas ändert in der Kommunikation zu Twitch oder sowas, passen sie es Gott sei Dank noch an, sonst würde das Bot-Programm irgendwann nicht gehen. Das ist so, glaube ich, meine größte Sorge, dass irgendwann mal Twitch was ändert in der API und dann das Programm nicht mehr funktioniert. Das wäre so meine größte Sorge. Den toten Assassinen haben wir schon mal besiegt. Ah, tatsächlich? Okay. Ja. Auch in der Liste, die ich schon seit 2 Jahren nicht mehr führe. So. Jetzt planen wir mal kurz. Ein Stück. Bevor wir es setzen. Wie gesagt, ist halt jetzt ein bisschen mühselig, aber besser wie nix. So, hier machen wir jetzt den Trick. STRG Shift. Zack. Und schon sehen wir, was wir machen müssen. Oh. Das Forsten ist ja richtig geil. Schaut mal. Der hat sogar die Tunnel an den Fließbändern gesetzt. Die Blaupause. Der hat die da dran gemacht. Das Einzige, was fehlt, ist, dass er bei den Mauern die Tore setzt als Blaupause. Aber das ist cool. Dass er das macht. Also das Forsten ist genial. So, den Strommast muss weg. So. Haben sie wieder was Schönes eingebaut. Keine Tore im Inventar beim Forcen, vielleicht deswegen. Ja, aber ich hatte ja auch keine gelben Bänder im Inventar. Ich glaube nicht, dass es daran lag. Ich denke, das haben sie vielleicht vergessen. Ah, ich habe auch keine Tore. So eine Kacke. So, okay. Warum fehlt hier ein Tor? Keine Ahnung. Packen wir ran. So. Ach, ich glaube, das meinte Nova mit der Munition rausnehmen. Oh, das geht. Aber wann ging das? Ging das schon immer? Was? STRG Linksklick auf die Türme und ich hau die Munition wieder raus. Ja. Wusste ich nicht. Ich meine eigentlich die gelbe Munition, die ich in der Kiste? In der Kiste ganz am Anfang. Ach so, wieder. Die okay. Habe ich schon rausgenommen. Weil ja. Da lasse ich es aussortieren, damit nur noch die rote drauf läuft. Oh, okay. So, jetzt können wir hier schon mal... Das ging die ganze Zeit schon mit rausholen. Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Aus der Ferne. Fahrzeug hat bereits einen Fahrer.
Warte mal. Klick hier drauf, aus der Ferne steuern. Dann steig mal aus. Ich bin schon ausgestiegen. Hä? Achso, warte mal, ich brauche ja Sprit. Ich glaube, den kann man... Naja, jetzt habe ich nur Holz. Aus der Ferne steuern. Ey! Ey, wer klettert meine Arme? Das bin ich, Calvi. Das okay. Ist ja geil. Wer kann denn herfahren? Also man kann jetzt Züge steuern über die Distanz. Ja. Cool. Jetzt kannst du mal. Cool. Also, ne, ja. Einfach hier nehmen, draufklicken, aus der Ferne steuern. Aber du kannst halt keinen Brennstoff hinzufügen. Ja, klar, weil es halt wieder die Sache ja, ist. Ja, es finde ich halt doof, dass sie die Maps so umgebaut haben. Diese Fernsicht ist zwar schön gut, aber das hätte man auch auf der normalen Map lassen können. Ja. Ja. Also, diese Änderung ist halt Müll, einfach nur. Ja, und warum da jetzt auch ein Rahmen drumherum sein muss? Ja gut, das haben sie gemacht, dass sie es als Pop-up deklarieren und nicht als Fenster. Ja gut, aber da hätte ich die ganz normale Map reingelegt. Weil ich sag mal, bauen und abreißen kannst du ja immer noch im Schatten, also... Okay, man merkt, dass das diese neuen Kurven sind gewöhnungsbedürftig. Unten ganz viel Phantom, unten ganz viel. Scheiße. Ich laufe auch schon. Mein Auto ist nicht da, ich brauche zu lang. Oha. Ah, toll. Erstmal die halbe Anlage selbst kaputt gemacht. Oh Gott, ist das viel kaputt. Boah. Die ganze Züge, alles kaputt. Die ganzen Schienenproduktionen. Was heißt das? Wir sollten vielleicht uns jetzt erstmal drauf konzentrieren, die Mauern zu setzen. Ja. Ah, oh, fuck it. Oh, Jesus. Okay, lasst mal hier eine Mauer setzen, ob da. Okay. Ich wollte eigentlich oben erst die Mauer fertig kriegen. Ja, aber oben steht was. Unten nicht. Wieso willst du jetzt einen Discord-Mute haben? Discord-Muten, 5 Minuten, Dossi. Okay, alles klar. Ciao. Das ganze schöne Eisen und der Stahl für nix und wieder nix. Oh. Ja, ärgerlich ist eher, dass die ganzen Schienen jetzt draufgegangen sind. Die haben sogar die Kisten kaputt gemacht. Oh, guck mal, hier steht noch ein Bahnhof drin. Also ein bisschen ist noch was da, aber... Der ganze Aufbau ist jetzt halt für den Arsch. Oh. Sehr, sehr ärgerlich. Vor allem dadurch, dass jetzt hier halt keine Blaupausen stehen, muss man das jetzt alles wieder von Hand. Das unterstrich N0 sagt, räum mal dein Inventar auf Dossi. Ah, jetzt aber hier. Jetzt macht er mich aber krank hier. Eieieiei. Erstmal das hier reparieren. Ich glaube, da war ein Tunnel. So. Dann bis dahin. Dossi repariert gerne, anstatt einmal eine Mauer zu bauen. Ja! Wenn ich es jetzt nicht repariere und die Ruinen weg sind, ist alles wieder weg. Deswegen, ich will das ganz kurz fertig kriegen. Zumindest ein Teil davon. Vor allem die Signale sind alle tot. Zumindest einstellen, dass ich weiß, wo was nochmal ist. So, hier war der Zug. Hier war der Waggon und hier waren die Bahnhöfe. So, der Rest lässt sich später einstellen. So. Hier, die müssen ja auch erstmal die Forschung reparieren. Das ist hier. Machen wir mal ab hier, hätte ich gesagt. Wir nehmen mal kurz. Oder hat das? Ja, Mauer hat er hier, genau, hat er ja gesagt. So. Dann ziehen wir jetzt hier eine Mauer. Das wäre halt ein. Gott, ich mach's doch noch falsch rum, ey.
So wollte ich es machen, so. Ja, Südtags, weißt du, man muss ja auch Prioritäten setzen. Man muss Prioritäten setzen. Und die Produktion war halt in der Hinsicht wichtig, um halt schnell an die Züge ranzukommen. Und bisher war es ja auch noch kein Problem mit den Aliens. Darnturm. Wir haben auch großflächig gut aufgeräumt, aber halt oben rum. Unten haben wir ein bisschen ignoriert, ne? Das rächt sich jetzt, dass wir das ein bisschen ignoriert haben. Da habe ich maximal 2 Türme, das heißt, ich kann gerade mal taktisch hier einen Turm setzen, da einen Turm setzen. Und hoffen, dass der Rest klappt. Ich habe leider auch keine Möglichkeit, Türme zu bauen, weil ich keinen Kupfer habe. Was haben wir da? Ja, was ist da? Ein Greifer, der wieder macht, ja. Lass die Anlage, lass Mauer bauen, nicht reparieren. Mauer bauen ist wichtiger. Die Mauer ist wichtiger, als jetzt hier irgendwie eine Anlage zu reparieren, die Signale macht oder sowas. Weil das bringt jetzt nichts. Das ist ein häuslicher Planet. Ein Backplanet. Habt ihr schon Mods mit drin? Ah, guck, da kommen sie nämlich wieder. Da kommt ihr gleich Angriff wieder. Hab's ja gesagt. Ich hab's gesagt. Aber die Jungs wollen ja lieber die Forschung reparieren. Weil das ist Factorio. Das ist jetzt ein Rattenschwanz. Wenn ihr jetzt die ganze Zeit nur am Reparieren seid, dann seid ihr nur noch am Reparieren. Dann lasst uns mal hier noch eine Mauer aufziehen. Zumindest als Blaupause immer schnell hinsetzen. So, dass die Jungs vielleicht auch mal sehen. Hier, guck mal da, Bauer, da, vielleicht da. Macht Sinn, ja. Aber wenn eine Mauer steht und die sind einfach nur auf die Mauer aggro, ist es ja auch schon mal geholfen. Es hat keiner von einer Mauer zu bauen, aber was sein muss, muss sein. Ja, ja. Und nur war es schon mal oben, wie ich sehe. So. So, einfach mal provisorische Munition rein. Ich hoffe, da hat es noch ein bisschen. Ja, ein bisschen hat es noch was. Okay. Wir haben auch viel zu wenig Radar-Dinger gesetzt, ne? Wir sehen halt nichts. Hallo! Hallo! Och, schon wieder da drüben. Ja, ach nee! Ist doch logisch. Wenn ihr die ganze Zeit nur am Reparieren seid, anstatt die Mauer zu ziehen. Lasst die Kacke da einfach. Dann ist halt kaputt. Können wir neu bauen. So. Eisen und Zahnrad. Das können wir hier ziehen. Oh mein Gott. Ja, oh ja, oh ja. Ich hol zum Gegenschlag aus. Hol die Atombomben. Ich habe jetzt 300 Granaten. Ich fahre jetzt mit dem Auto darunter und lass ein paar Granaten fallen. Mal gucken. Und die Reichweite 300. Ist. Ja, die sind auf dem Band gewesen von der Forschung. Sie zieht in den Krieg. Ja. Wie weit ist der Panzer weg? Wahrscheinlich noch viel zu weit weg, ne? Panzer. Blaue Forschung, ja. Blaue Forschung halt. So, ich sehe es eh kommen, dass ich gegen irgendwas fahre und dann mich selbst in die Luft jag. Ja. War das jetzt beim Exotic Industry auch passiert? Oder war das Phantom? Das weiß ich nicht. Oh nee. Die haben das ausgebaut. Man kann keine Granaten mehr aus dem Auto schmeißen. So ein Fail in den Chat. Schade. Sehr schade. Ich setze hier mal einen Turm hin und Munition rein, weil ich glaube, ich weiß, dass die gleich kommen. Ah! Hab ich auch noch die Mauer versetzt. Oh. Alter, du musst dein Auto schon bremsen, ne? Entschuldigung. Kam es dir etwa entgegen?
Kommen sie doch nicht? Ah, okay. Ich hab mich nur gewundert. So. Ich wollte die Mauer da unten ja setzen, aber dafür muss ich erstmal Mauern holen. Ja, ich habe nur gesehen, wie ihr alles repariert habt, deswegen. Alles gut. So, was brauche ich denn jetzt hier? Warum fehlt mir das? Nix fehlt mir. Ach, Zahnräder. Warte mal, Zahnräder kann ich mir hier schön aus der Produktion klauen. Da. Das ist ja cool. Was denn? Ich habe die Steuerung hier gesetzt. Was hast du gesetzt? Mit dem Forcen, da macht er das sogar auf dem Wasser. Ja, dafür ist es ja da, genau dafür. Das ist auch Landaufschüttung und alles. Genau dafür. Das haben sie eingebaut. Aber keine Landaufschüttung. Wegen den Rampen haben sie das eingebaut. Wieso? Haben wir nicht schon Landaufschüttung? Drück mal rechte Maus-Button. Wieso ist jetzt Granatenwerfen auf der rechten Taste? Genauso wie Fische. Ja, aber warum? Das macht jetzt gar keinen Sinn. Bei Fische, ja, ich versteh's nicht. Okay, dankeschön. Kaskurian, dankeschön. Dann, ich teste es nochmal. Rechte Maustaste aus dem Auto. Ja, okay, funktioniert. Fette, magst du mit einsteigen und mit der MG rumballern? Kann ich machen. Wo ist er? Da ist er. Ich stehe neben dir. So, nimm einmal Fahrgast. Ey, ich mach die Mauer hier erst. Wollte gerade sagen, wo bist du denn? Alles gut, ich mach hier mal die Mauer. So, zwei gehen in den Krieg und sterben. Was aus, Fenton? Er setzt gerne einen Turm direkt vor die Füße. Ja, nicht, wenn ich Granaten in der Hand habe. Nicht, wenn er selber fährt. Außerdem bin ich derjenige, der fährt, genau. Ach, blöder Kackfels. Ich wollte gerade sagen, irgendwo ist er gerade einmal gegengefahren. Fahr ich halt rückwärts. Mir auch egal. Ah, geht nicht. Während der Fahrt. Ja, barrieren? Nee. Ja. Das wäre zu imbar. Aber bildlich gesehen würde das bestimmt witzig aussehen, so aus dem Fenster raus mit dem Schraubenschlüssel. Ja, klar. Das wäre natürlich echt mal cool. So eine Animation noch dazu. So. So, ich muss ganz kurz, Phantom, einen Moment, ich muss kurz was gucken. Ja, ein bisschen Munition habe ich noch. Frau spricht gerade ein gutes Thema an. Bezüglich Essen? Essenspause, ja. Auch noch. Schon wieder wo ging. Entschuldigung. Ich habe aber jetzt schon nebenbei gegessen. Machen. Hast du? Ich habe das schon gemacht. Was denn? Essen. Scheiß Drecksdinger. Alter. Die Dinger nehmen auch zu wenig Schaden und die Granaten, ey. So. Viel zu viel Felsen da. Zu hören sagen. Gibt ja beim Einlagern. War doch nicht so weit weg. Treffe ich die Türme nicht. Ja. Ich will halt nicht zu sehr in die Säure-Klipper-Kacke da. Muss eh gleich zurück reparieren. Also, nicht zurück, aber. Ja, wenn ich wüsste, wie er lenken würde, ne, dann könnte ich auch besser zielen. Hallo? Ach, schon wieder unten. Ich denke, ihr bekämpft die da unten. Machen wir doch! Ja, dein Zugzeug wird wieder aufgefressen gerade. Ja. Dankeschön für den Follow. Ich weiß ja auch nicht, wo du gerade eine Mauer baust, Nova. Wir werden von unten angegriffen. An der Stromseite. Wo weil kaum auch da Viecher sind. Ja, aber von an der Stromseite. Gerade immer von unten. Ja, ich wollte gerade sagen, die Masse kommt von unten und du baust die Mauer oben. Das ist halt. Bleib mal stehen, Dossi. Ja. Achso. So, wie schaut's bei euch aus mit dem Essen? Also Nova hat schon gegessen, wenn ich es richtig rausgehört habe. Ja. Riker schon wieder. Ich meine, ich muss auch nicht pausieren. Ich kann auch die Ansicht auf einen von euch schalten. Jo. Ist halt die Gefahr, wenn wir angegriffen werden, ich bin halt nicht da. Oder wir machen eine taktische Essenspause. Wir können auch eine Pause machen.
Mir ist das wurscht. Ja, lass mich mal kurz, nicht, dass unten gekocht wird und ich gehe jetzt runter und dann ist es noch nicht fertig. Deswegen, ich würde mal ganz kurz ein paar Talerchen wieder raushauen. Ich stell mich mal dahin. So. Habe ich jetzt gerade überall eine Munition reingemacht, ne? Ja, okay, geil. So. Ich esse einfach beim Zocken. Ja, Kiskurian. Das beim Zocken esse ich auch. Aber wenn ich Streams schaue, ich finde das furchtbar, wenn der Streamer ins Mikro schmatzt und oh ja, und dann ah, jetzt knallen wir den noch ab und ich finde es furchtbar. Deswegen, ich esse beim Stream nicht. Ich mache eine Essenspause, fertig. So, deswegen, ich mache mal Reset. Ich gebe euch mal wieder 10 Minuten Zeit. Open Giveaway, Ausrufezeichen Taler. Habt dann eine Chance auf neue Talerchen. Ich gehe mal kurz runter, ne, zu Frau, klär das kurz ab. Komm dann nochmal hoch, um Bescheid zu geben. Vielleicht dauert es auch nochmal eine halbe Stunde, weiß ich jetzt nicht. Deswegen gleich wieder da, nicht weglaufen. Ich komme wieder. Bis er wieder hochkommt. Ja. Oh. Währenddessen, ich, welche Ansicht wollt ihr haben? Phantom streamt, deswegen nehmen wir Nova. Und dabei Nova ein bisschen zugucken. So, bitteschön. Also, jetzt wird er auch noch gestalkt. Haben wir eigentlich schon Flüssiggas hier unten? Er ist guter Witz. Mach neun, der schlechter ist. War nur eine Frage, dann hätte man das Ding gleich schon einbauen können. Ja, da wo ich die Mauer nicht bauen sollte. Oh, da kommt nicht so extrem viel. Munition mitnehmen. Lassen die Mauer auf. Also, Essen ist so gut wie fertig. Deswegen würde ich sagen, lasst uns eine kleine Pause machen. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, euch auch kurz zu erholen von dem Alien-Angriffen. Und dann habt ihr einen Spieler mehr. Ne? Sonst nicht, dass sie zurückkommen und dann ist alles weg. Okay? Ja. Gut. Würde ich sagen, wir machen...